Und es geht weiter mit Let's Play Overlord 2. Wir müssen diese Stadt versklaven. Nein! Da oben! Wir müssen diese Bogenschütze vernichten. Komm her! Wow, dieser Zielzauber ist ja jetzt wirklich stark. Und die lehnen sich auf. Verdammte Mistkinder. Sterbt! Wieso sind das so viele? So verdammt viele! Wisst ihr was? Rückzug! Tut mir leid, aber ich brauchte die Lebensenergie. So, und jetzt kommt mit. Ich muss dieses Zelt loswerden. Sonst wird das hier nie enden. So, jetzt kriegen sie von hier schon mal keine Verstärkung mehr. Holt was immer da hinten ist, holt es. Der Teldeborius soll in Nordberg etwas Schreckliches zugestoßen sein. Er ist tot. Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild. Snacks, Getränke. Ja, sie sind wild. Ich setze sicher keinen. Der neue Cocktail Schergakulada jetzt im... Ach, das ist wirklich... Schergakulada. Hey, das erinnert mich an das Halbling-Versteck. In Overlord 1, da haben die auch Teller gestapelt, weil sie so viel gefressen haben. Jemand hat die Elfenkommune in Nordberg aufgelöst. Dort herrschte freie Liebe. Das hätte ich mir zu gern näher angesehen. Haha. Wir müssen hier hin. Das ist ein langer Weg. Aber ich komme jetzt ja hier oben lang. Diese Stadt gehört mir. Mann, ist das groß. Ich mache nur eine kurze Pause. Das ist wirklich befreiend, Lau. Da hinten versammeln sie sich wieder. Rote. Alle, hier müssen die Elfen leben. Irgendein Quartier muss man seinen Bediensteten vermutlich zuweisen. Angriff! Ihr könnt euch gegen mein Feuerwüterich-Schwert nicht wehren. So. Das war's, ihr verdammten Penner. Also wenn man erstmal ihre Formation erledigt hat, dann sind die keine Gegner mehr. Nordberg scheint ein schrecklicher Ort zu sein. So unzivilisiert. Da, eine Schergensäule. Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild und schön. Das hast du jetzt schon oft genug gesagt, verflucht. Holt mir diesen Gegenstand. Was? Hallo? Wo ist denn der... Was ist denn das für ein Mist? Wo ist denn der vierte Rote? Angriff! Ach, nervt mich doch nicht, ey. Oh. Hier. Dann hole ich mir hier jetzt einfach Verstärkung. Paar Rote. Ich habe gar nichts gedrückt. Wieso wird hier irgendwas zurückgerufen? Holt mir die Säule. Geht doch. Ey, glaubt ihr das, dass die jetzt da nicht rauskommen, weil die Spinnen, die überhaupt nicht zu meinen Truppen gehören, gerade im Weg stehen? Sind die Nordberger Männer wild und schön? Das ist ja auch scheiße.
Komm jetzt hier durch, komm hier durch. Wie, du passt nicht hier durch. Doch, du passt hier durch. Du hast hier durch zu passen. Mann, ich hasse das, ey. Aber wieso ist das so? Komm noch hierher, verdammte Scheiße. Das erinnert mich schon wieder an einen Bug aus Overlord 1. Das war schon behindert, ey. Jetzt komm doch hier durch. Du hast es doch gerade schon geschafft. Mein Gott. Mein Gott. Ich breche gerade in Schweißströmen aus. Ja, geht doch. Geht doch. Hast du es zuletzt doch noch begriffen, wa? Komm her. Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild und schön. Ja, sind sie. Mit dieser Befehlsaufwertung könnt ihr über Leben und Tod von noch mehr Schergenseelen bestimmen. Ja, sehr gut. Dann werde ich hier noch mal ein bisschen aufräumen. Beziehungsweise, ja, wie man es nimmt. Wahrscheinlich ist es eher Unordnung machen. Alles auf einmal! Der dunkle Lord hat unsere Brüder im Nordberg geholt. Ich grabe für den Dämonenlord. Ja, das ist nicht schön, wenn man so viele Untertanen hat. Ich arbeite ohne Spaß für euch. 25 Schergen, wenn das mal nicht viel ist. Was Morius wohl angestellt hat, wir sind hier. Er war einfach scheiße. Das hat er getan. Okay, wir müssen dieses Zelt auch vernichten. Man hat ja eben gerade gesehen, was sonst kommt, was uns passiert. Ich kämpfe für euch. Da war noch einer. Soll in Nordberg getötet worden sein. Vermutlich wurde er gefressen. Nein, er wurde von mir geschlagen. Angesichts seiner Fettschicht hat es mich schon verwundert, dass ich überhaupt zu ihm durchkommen konnte. So wird auch die Schuppigste. Klauenreiniger und Rückenkratzer. Ach, hier oben geht's noch weiter. Bogenschützen! Ihr müsst vernichtet werden. Bald gehört auch diese Stadt mir. Ich kämpfe für euch. So. Tötet die Ungläubigen. Tötet die Ungläubigen. Jemand hat die Elfenkommune in Nordberg aufgelöst. Dort herrschte Freien. Wo ist denn das jetzt? Oh, das ist ja doch noch ein ganzes Stück. Das hätte ich mir zu gern näher angesehen. Auf sie! Der Tötte Borius soll in Nordberg etwas Schreckliches zugestoßen sein. Ich kämpfe für euch. Der letzte ernstzunehmende Kampf wahrscheinlich, bevor die... Ah, sie sind... Tötet die Ungläubigen. Sie sind wieder vernichtet. Nein, dich hatte ich schon, dich aber noch nicht. Du, die Elfen in der Nordberger Kommune sind... Ich bin kein Arbeiter, ich bin eher der Typ, der anderen beim Arbeiten zusieht. Ich mach die Beine. Nein. Habt ihr eine Schreibtischtätigkeit für mich? Wie ich höre, haben einige Elfen in Nordberg für Unruhe... Es lebe der große Herr! Oh nein, nicht schon wieder ein Trupp. Aber dieses Tor ist nützlich. Das muss geöffnet werden. Hier ist dann auch direkt der Tempel, oder? Ja. Wie ich höre, sind die Nordberger Männer wild und schön. So. Wie viele Sklaven bräuchte noch? Das ist wirklich befreiend, doch. Tötet die Ungläubigen. Für den Meister. Keiner tut meinem Meister. Keiner darf ihn berühren. Und Formation aufgebrochen. Das geht schnell mit so vielen Schergen. So, was ist hier jetzt? Noch ein paar Sonnenliegen, das war ja klar. Irgendwo muss man sich hier ausruhen.
Aber in Zukunft wird es das nicht mehr geben. Mein Gott. Dass die Sonnenstühle unter der Last von diesen Menschen überhaupt nicht zusammenbricht, das wundert mich. Wo geht's hier überhaupt lang? Ach so, da hoch. Ach klar. Hier sind wir lang gegangen. Hallo Dina. Wie ich höre, haben einige Elfen im Nordberg für Unruhe gesorgt.